Gudereit. Ein Gudereit. Ein Dreivierteljahr alt, also fast neu. Tretlager ist im Arsch. Quietscht wohl, hat Spiel. Man merkt es kaum, aber beim Fahren merkt man es. Das wird getauscht. Da zeige ich euch jetzt, wie es geht, wie man das macht. Geht los. Ich löse diese Mutter hier. Diese Schraube. Wieso eigentlich Mutter? Ist doch eine Schraube. Dann nehme ich einen Kurbelabzieher und ziehe die Kurbel hier ab, indem ich das hier eindrehe. Jetzt brauche ich wieder beide Hände. Verflixtes Handwerk, dass man beim Handwerk auch die Hände braucht. Und ab ist die Kurbel. Achtung, ich schraube ein. So, Tretkurbel ist ab. Jetzt geht's weiter mit Tretlagerausbau. Gleich. Jetzt machen wir Tretlagerausbau erstmal. Das ist halt nichts hier, ey, wenn das original so zusammengebolzt wird. Ja. Tretlagerschlüssel hier angesetzt. Brauchst nicht mal Kraft dafür. Und dann schraubst du das ab. Das ist halt ein Mist, ey. Als Spielzeug, als Wertspielzeug. Wirklich nur zusammengesteckt, wie im Steckbaukasten. Sollen Sie mir nicht erklären, was irgendwas von Drehmoment hier erzählen mit den Dingern? Ansetzen. Wo ist er denn? Hier. 118er ist es. 119er brauchen wir und dann haben wir nur wieder 122er. Also halt ein Ausgleichs. Einen kleinen Ring dazwischen gemacht, dass weiter raus steht ein bisschen. So. Schrauben mit der Hand vor. LX-Lager. Das ist ein LX-Lager, also eine LX-Qualität. XT gibt es ja nicht mehr, Vierkant. Gibt gerade noch so LX. Ach, natürlich schraube ich das Lager jetzt drin. Mann, das habe ich gar nicht kommentiert jetzt. Ach Mensch.
Jetzt setze ich natürlich hier die Tretkurbel rauf, auf den Vierkant, und schraube die fest. Und dann schauen wir mal, wo wir da ran. Das sieht mir sehr eng aus, gerade. Nicht voll sein. So, und einmal fest. Ach, Mensch, ey. Das wart. Das Lager ist drin, das neue. Kann abgeholt werden. So einfach ist das.